Genau, wir kosten heute mal das Proteinbier von Joyboy mit Zitrone aus Hamburg. Schöne Grüße nach Hamburg. Ja. Und genau, wir hatten schon mal ein Video gemacht mit dem vitaminhaltigen isotonischen, alkoholfreien von Joyboy und heute mal Proteinbier von Joyboy. Also Rico, ich habe uns hier was Schönes mitgebracht. Willkommen bei den Testoleros. So, na dann schauen wir mal. Zum Wohl. Ja. Ja. Also ist auf jeden Fall süßer als das alkoholfreie. Also 80% Proteinbier. Und 20% Erfrischungsgetränk mit natürlichem Zitronenaroma. Ist nicht schlecht. Kommt vom Geschmack her. Radler schon sehr nah, ja. Definitiv. Kommt die Zitronen ab von hinten nochmal richtig raus. Ist wie Sauerbinde, ja. Ah, doch. Doch, das ist ganz gut. Schmeckt mir definitiv besser als das. Wie das Joyboy alkoholfrei Ocean Blue. Definitiv besser. Stimmt, da bin ich dabei. Ich bin mir auch, ich glaube, wenn man sich die Statistik anguckt, dann wird das wahrscheinlich auch das sein, was sich am besten verkauft. Würde ich auch sagen. Nicht nur von dem Protein her, sondern auch von dem Geschmack. Ja. Also, ich bin auf jeden Fall jetzt momentan bei 3 von 5 Sternen. Wenn da Alkohol drin wäre, dann wären 5 von 5. Ja. Ich finde, dass es aber auch nicht so ist, wirklich nicht so süß, wie wenn du so ein richtiges Radler hast. Ne? Ach so, das ist halt der Drahler. Jetzt verstecke. Das ist das Proteinbier. Aha. Also nächstes Mal gibt es dann übrigens das Proteinbier zu trinken. Wir haben jetzt schon mal vorweggenommen, das Radler davon. Abschließend um was zu sagen. Außer Prost und schöne Grüße nach Hamburg. Genau. Prost und schöne Grüße nach Hamburg. Bis zum nächsten Mal. Bis demnächst.